Ich möchte jetzt hier in einem unserer Weinberge erklären, wie wir Winzer mit einem kleinen Gerät, dem sogenannten Refraktometer, sieht aus wie so ein ganz kleines Fernrohr, wenigstens ja, auf den ersten Blick, die Öchselwerte in den Trauben, im Traubensaft bestimmen können, um dann natürlich später zu wissen, wie viel Öchsle haben die Trauben, wollen wir die jeweilige Sorte ernten oder noch mal ein bisschen im Weinberg lassen. Ganz einfache Methode. Ich nehme hier einen sogenannten Perkel, also ein Stück einer Traube, in dem der Saft auch drinnen ist, und träufle ein bisschen was von dem Saft in dieses Refraktometer. Schaue dann ja, durch eine Linse und sehe in einer Skala innen drin, wie viel Öchsle der jeweilige Saft hat. Der hat jetzt wunderbare 86 Grad, das dauert noch ein bisschen, ist aber auf einem sehr guten Weg und wird hoffentlich in ein, zwei Wochen wahrscheinlich hier mit einer Handlese ein wunderschöner Spätburgunder werden, den wir dann als Fleur de Noir oder vielleicht sogar auch als roten ausbauen werden.